Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin Philipp Zippermeier, der Entwickler des Programms Symptom and Sense, in dem es um die Übersetzung der Symptomenbedeutung in eine Krankheitsbotschaft geht. In diesem Kurzvideo möchte ich Ihnen eines der Grundprinzipien des Programms erklären. Der ganze Übersetzungsvorgang beruht auf der Auffassung, dass unsere Welt, unser Universum ein informatisches Gebilde ist, das nicht aus Materie, sondern aus Energie und Information besteht. Wenn Sie das nachvollziehen können, das ist heute nicht mehr so schwierig, weil auch die theoretische Physik dieser Auffassung ist, sind die nun folgenden Erklärungen logisch und zwingend. Kommen wir also zu unserem Krankheitsfall. Ich nenne ihn Klaus und es geht um die Frage, warum ist er krank? Genauer, wie erklärt man Krankheit, wenn Menschen keine Maschinen, sondern wandelnde Programme sind? Chronische Krankheiten bestehen in der Regel nicht nur aus einem Symptom, sondern setzen sich aus verschiedenen Symptomen zusammen. In unserem Fall bekommt Klaus Kopfschmerz bei Wetterwechsel und Klaus verträgt keinen Staub. Er bekommt Atemnot. Klaus könnte sich nun fragen, wieso? Wenn ich eine Maschine wäre, könnte man sagen, ich funktioniere bei Wetterwechsel und Staub in der Luft nicht richtig. Wenn ich aber keine Maschine bin, sondern ein lebendiges Wesen, könnte man sagen, ich rege mich über den Wetterwechsel und den Staub auf. Sie passen mir einfach nicht. Was ist nun richtig? Klaus setzt sich an den Computer. Da gibt es ein Programm, das die Bedeutungen von Symptomen erklärt. Probleme bei Wetterwechsel bedeuten, man hat Probleme, sich Veränderungen der Bedingungen im Lebensumfeld anzupassen. Wetterwechsel ist Stimmungswechsel. Stimmungswechsel verursacht Probleme. Der Kopf ist quasi eine obere Instanz. Er ist für unsere Geltung zuständig. Kopfschmerz bedeutet, dass man sich trotz Bemühens um Anerkennung nicht anerkannt fühlt. Beides zusammen, also Kopfschmerz bei Wetterwechsel, bedeutet, Klaus kann sich auf die Veränderung in seinem Umfeld nur schlecht einstellen. Veränderungen verunsichern Klaus, weil er feste Bezüge braucht, um sich nicht in Frage gestellt anerkannt zu fühlen. Er hat also unter wechselnden Bedingungen Angst um seine Geltung. Wir können nun wie Detektive Rückschlüsse ziehen. Was bedeutet das jetzt? Klaus scheut Ungewisses, er braucht also sichere Bezüge, alles was nicht sicher ist, regt ihn auf. Er ist also ein emotionales Wesen und keine Maschine. Aber Klaus hat auch Atemnot bei Staub. Wie geht das jetzt mit den Kopfschmerzen bei Wetterwechsel zusammen? Staub bedeutet Zerfall, Ungewissheit, Strukturlosigkeit, Unverbindlichkeit, Ungeborgenheit. Für jemanden, der Ungewissheit scheut und sichere Bezüge braucht, ist Staub daher noch viel schlimmer. Jetzt kann man sich vorstellen, was staubige Räume und Staubwolken für Klaus bedeuten. Er möchte ausweichen, das geht aber meist nicht. Also kann er nur den Kontakt vermeiden, die Luft anhalten oder die Bronchien machen zu und er kriegt so keine Luft mehr. Wieder können wir daraus detektivische Rückschlüsse ziehen. Hier muss man auch sagen, auch Klaus weiß es, ohne dass er sich dessen bewusst ist. Er ist auf Stabilität, Halt, soziale Sicherheit angewiesen. Er kommt mit Zerfall, Veränderung oder gar Ungewissheit nicht klar. Jetzt, wo Klaus seine Symptome versteht, versteht er auch sich und damit seine Krankheit. Seine sozialen Bezüge sollten verlässlich, alle Veränderungen vorhersehbar sein. Sein Anspruch auf absolute Sicherheit stößt jedoch auf eine Wirklichkeit, in der es Gewissheit so nicht gibt. Ungewissheit widerspricht aber seinen Bedürfnissen. Was meinte ich vorhin mit dem Satz, Klaus weiß es, er ist sich nur dessen nicht bewusst. Klaus kennt sich als einen Menschen, der festen Rückhalt, Familie, also soziale Sicherheit braucht.
Er hat nur diesen Umstand niemals mit seiner Krankheit verknüpft. Jetzt findet er die Botschaft der Symptome über sich zutreffend. Klaus wird nun klar, dass seine Krankheit nicht aus dem Kopf kommt. Er will ja nicht krank sein. Krankheitssymptome sind unbewusste emotionale Reaktionen, die niemand kontrollieren kann. Sie kommen aus dem Unterbewusstsein, aus dem Wesen, weil jeder ist, wie er ist. Klaus ist, wie er ist. Jetzt, da er seine Symptome versteht, versteht er auch seine Krankheit. Es ist ein Konflikt zwischen dem, was er meint zu brauchen, und dem, was die Welt ihm zu geben bereit oder in der Lage ist. Das heißt, er fordert zu viel oder er bekommt nicht, was ihm zusteht. Voraussetzung für die Lösung eines Krankheitskonflikts ist das Wissen um diesen Konflikt. Klaus fand dieses Wissen auf der Seite www.symptom-sense.com. Mit dieser Adresse gelangt man zur Startseite meines Programms. Es ist noch sehr neu, weshalb man es mit Google Chrome versuchen sollte. Übrigens, das Programm kann man 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen.